Gut, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz anlässlich des morgen stattfindenden Tax Freedom Days. Danke fürs Kommen am Fenstertag. Herzlichen Dank an die Österreichische Nationalbank, dass wir die Gelegenheit haben, das heute hier abzuwickeln. Und wie der Name schon sagt, unsere Pressekonferenz heute dreht sich um den Tax Freedom Day. Vielleicht anfänglich kurz zu unserer Vorstellung. Christoph Kovacic, Vorsitzender der Jungen Wirtschaft, und ich, Alfred Freiberger, Vorsitzender der Jungen Industrie Steiermark. Wir haben jetzt in den letzten Jahren schon immer wieder diesen Tax Freedom Day zum Anlass genommen, um aufzuzeigen, wie es in Österreich mit den Steuern aussieht. Heuer ist der Tax Freedom Day das erste Mal seit 2008 ein bisschen nach hinten gerückt. Das heißt, der Tax Freedom Day ist ein bisschen früher im Jahr, genau um 7 Tage. Im letzten Jahr und im Vorjahr war das jeweils noch der 22. August. Der Grund, warum der Tax Freedom Day sich ein bisschen günstiger entwickelt hat, ist die Steuerreform 2015-2016. Man merkt das erst jetzt. Aus unserer Sicht ist das aber bei Weitem noch nicht ausreichend, weil wir sind jetzt nur ein paar Jahre zurückgekommen und es ist im Prinzip nur ein Teil der kalten Progression gemindert worden bei den Unternehmen. Jetzt speziell bei den Arbeitskosten für die Unternehmen ist unterm Strich aber nicht besonders viel angekommen. Ich würde dann gleich an den Christoph weitergeben und bitten, den Tax Freedom Day, wie er errechnet wird und so weiter, kurz vorzustellen und auch ein paar Worte zu sagen, wo wir international im Wettbewerb stehen. Gerne. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich darf Ihnen jetzt ein paar technische Zahlen sozusagen nennen. Die Methodik der Berechnung ist im Prinzip eine ganz einfache: Steuereinnahmen und Sozialabgaben eines Landes werden zusammenaddiert, durch das Einkommen von Haushalten und Betrieben dividiert, sozusagen durch das Volkseinkommen, ist ein Spezifikum der Begriff, geteilt. Der daraus resultierende Prozentsatz wird umgelegt auf die Tage und es gibt den Tax Freedom Day. Der wird für alle Länder, die wir im Vergleich haben, selbig angelegt. Dementsprechend gut kann man das auch vergleichen. Wir sehen in der nächsten Chart eine Entwicklung, die sich zwar grundsätzlich nach unten wieder bewegt, das heißt, wir haben im Prinzip einige Tage wieder gewonnen. Wir sind jetzt beim 15. August. Das heißt, morgen am Feiertag dürfen wir feiern, dass wir wieder für uns selbst arbeiten und nicht mehr für den Staat. Wir sehen aber auch in der nächsten Folie, dass es einen großen Anteil an Steuerzahlern bzw. Nicht-Steuerzahlern in Österreich gibt. Die Folie spricht an sich für sich selbst, dass man eigentlich sieht, dass knapp 52% eigentlich keine Steuern bezahlen. Was noch viel dramatischer wird, ist der OECD-Ländervergleich, wenn man sich den anschaut. Von Lohn und Lohnnebenkosten, da sind wir im Spitzenfeld angekommen und da ist es jetzt auch irgendwo an der Zeit, dass man gegenlenken muss. Das ist auch unsere Forderung an die Regierung, an die neue Regierung, wer auch immer danach am Ruder sein wird. Man muss gegenlenken, wenn man die Wettbewerbsfähigkeit erhalten möchte. Aber was auch wesentlich ist, der Tax Freedom Day ist ja einerseits für die Betriebe, aber der betrifft ja jeden in unserer Bevölkerung, der Steuern bezahlt. Das heißt, diese Entlastung würde dann auf erwerbstätige und nicht erwerbstätige Personen gleichzeitig treffen und dementsprechend wäre es eine Erleichterung, die die ganze Volkswirtschaft betreffen würde. Im Ländervergleich des Tax Freedom Day sehen wir zum Beispiel in Amerika, da liegen wir am 23. April 2017 bereits, da arbeiten die Leute dann schon für sich selbst. Österreich 15. August, die Schweiz 30. Juni 2017. Und das ist auch eine Forderung der jungen Wirtschaft gemeinsam mit der jungen Industrie. Halbe ist genug. Das heißt, die Hälfte der Zeit, wenn wir für den Staat arbeiten, dann akzeptieren wir das, dann ist das in Ordnung. Aber es kann nicht sein, dass wir länger arbeiten müssen. Dementsprechend kann die Forderung nur sein, der Tax Freedom Day muss radikal nach vorne verschoben werden. 30. Juni muss ein Ziel sein, weil wir wollen ja nicht schlechter sein als die Schweiz. Ich gehe davon aus, dass in Österreich mit einer so starken Volkswirtschaft auch in der Lage ist, solche Ziele zu schaffen. Das heißt, wir wollen uns eigentlich auf Augenhöhe mit der Schweiz befinden. Ja, das ist einmal von meiner Seite die technischen Zahlen. Wir kommen da in die Darstellungsweise, was bedeutet das für eine Person, für einen Erwerbstätigen, und das darf der Alfred erklären. Man kann sich das vielleicht nicht wirklich gut vorstellen, was
Tax Freedom Day am 15. August bedeutet. Wir haben uns jetzt angeschaut, was das für uns als Unternehmen bedeutet. Bei mir im Unternehmen, bei uns im Unternehmen, kostet ein durchschnittlicher Mitarbeiter, eine durchschnittliche Mitarbeiterin 51.000 Euro im Jahr. Davon sind 11.900 Euro. Wir haben das da versucht, auch ein bisschen real darzustellen. Also in echtem Geld sozusagen. Sind jetzt nicht genau 51.000 Euro, sondern sind nur 50.000 Euro, aber man kann sich dann ungefähr vorstellen, wie viel das ist. Davon verdient der Mitarbeiter 39.100 gerundet brutto. Das heißt, ungefähr das liefern schon mal wir als Arbeitgeber an den Staat ab in Form von Steuern und diversen Abgaben. Und das, was überbleibt, ist in etwa das Bruttogehalt des durchschnittlichen Mitarbeiters oder der durchschnittlichen Mitarbeiterin. Dann holt sich der Staat noch mal ein bisschen mehr als das vom Mitarbeiter oder von der Mitarbeiterin. Und es werden dann ausbezahlt 27.200 von den 51.000. Das heißt, es bleibt ein bisschen mehr als die Hälfte über. Das ist auch jeder, was dann jeder sieht, quasi auf seinem Lohnzettel, brutto bzw. netto. Also das ist näherungsweise das Nettogehalt. Genauer sind 27.200 oder 1.900 Euro monatlich plus 2x 2.200 Euro für Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld. Das Bruttogehalt dieses Mitarbeiters oder dieser Mitarbeiterin ist 2.970 Euro, 870 Euro, also schon eigentlich ein schönes Gehalt, kann man sagen. Was aber viele vergessen, und jetzt, da muss man sich fast anhalten, damit man nicht vom Sessel fällt, sind dann die zusätzlichen Verbrauchssteuern, die noch anfallen. Und am Ende bleiben von dieser ganzen Menge nur weniger als 20.000 Euro übrig. 19.300, um genau zu sein. Das sind jetzt gemittelt übers Jahr 1.380 Euro, die dann wirklich als Netto-Netto in der Tasche des Mitarbeiters ankommen. Und das ist aus unserer Sicht einfach eine Situation, die so nicht haltbar ist, die auch nicht längerfristig funktionieren kann und wie man im internationalen Vergleich sieht, die auch in Wirklichkeit nicht argumentierbar ist. So ist es. Also man sieht ja auch hier, wir haben eine Chart vorbereitet, Steuern und Abgaben. Das alles sind Steuern, die wir in dem Netto-Netto-Beispiel angeführt haben. Sie haben es auch in der Präsentation drinnen. Also Sie sehen, das ist dann schon eine Fülle, mit der wir eigentlich so nicht weiter umgehen wollen. Wie gesagt, wir hoffen natürlich, dass eine neue Regierung da schon auf das Volk schaut und dementsprechend schaut, dass der Tax Freedom Day noch weiter nach vorne geht. Wir haben aber auch ein Beispiel, wie das in der Steiermark ausschauen würde, wenn wir jetzt in Zukunft einen Kuchen bei unseren Handwerkern bestellen würden und er würde es dann liefern, dann schaut es nämlich dann folgendermaßen aus, dass er Ihnen nur so ein Stück präsentiert. Und das ist eigentlich dann der Anteil, den Sie konsumieren dürfen. Ich gehe davon aus, dass in den Kleinen dann ganz hier drinnen sind. Streng nach Österreich. Streng nach österreichischer Vorschrift haben wir es natürlich. Damit man einfach heute noch genießen darf, was man morgen dann endlich selbst wieder erarbeitet, haben wir auch natürlich auch Beispiele beigebracht, wie es dann tatsächlich ausschaut. Ja, von unserer Seite, wie gesagt, wir haben natürlich auch ein paar Ideen und Vorschläge, was man machen kann, beziehungsweise der Rechnungshof hat ja Ideen präsentiert. Unsere Bitte, ich nenne es jetzt absichtlich Bitte, ist es eigentlich, das soll die Politik abarbeiten. Mit diesen Vorschlägen kommt man schon weiter, kann man den Tax Freedom Day sicherlich sehr rasch nach vorne verschieben. Die Forderung nach halbe, das heißt Tax Freedom Day 30. Juni ab 2020, das muss ein Ziel sein, das ist sportlich, aber das ist machbar.
Und natürlich haben wir auch eine Idee, um die JungunternehmerInnen ein wenig zu unterstützen. Das heißt auch einen Beteiligungsfreibetrag. Beteiligungsfreibetrag, das heißt im Prinzip nichts anderes, als man 10.000 Euro in Unternehmen dann als Privatperson investieren kann und dadurch aber auch eine Steuererleichterung von 20% für diese 10.000 erhält. Das ist etwas, was einen volkswirtschaftlichen Nutzen hat, Arbeitsplätze schafft und den JungunternehmerInnen eine wesentliche Erleichterung bietet. Sollte, das ist die nächste Idee beim Beteiligungsfreibetrag, sollte irgendwas mit einem Invest daneben gehen, was Unternehmen ist immer ein Risiko. Ich sage auch immer, Unternehmer sind ja die Abenteurer von heute. Amerika können wir nicht nochmal entdecken, aber wir können ein gutes Startup gründen. Dann kann man noch einmal 30% von den 10.000 absetzen, sollte es ein Verlustgeschäft werden. So viel von unserer Seite. Und ich sage Dankeschön. Was kann man sich von diesen anderen Ländern abschauen, die Sie zitiert haben, Schweiz zum Beispiel? Ja, also ich denke mal, was wichtig ist, wir sagen ja nicht, dass der Staat nichts kosten soll oder nichts kosten darf. Nur das Verhältnis zwischen Leistung und Kosten muss in einen vernünftigen Rahmen gebracht werden. Ich denke, die Schweiz ist ein Land, das was Lebensstandards betrifft, allen Studien zufolge einen höheren Standard hat als wir. Der Unterschied ist vielleicht, dass vor allem die Verwaltung straffer geführt wird und effizienter geführt wird. Da kann sich Österreich sicher sehr, sehr viel dabei abschauen. Der Unterschied ist, dass vielleicht manche Dinge ein bisschen einfacher sind als bei uns. Und der Unterschied ist vielleicht auch, dass ein bisschen mehr Verantwortung auf dem einzelnen Individuum lastet oder liegt. Und dort sollten wir uns hinbewegen. Österreich soll der Best Place to be Born werden, die Steiermark natürlich ganz besonders, wie wir als junge Industrie Steiermark sagen. Die Schweiz ist momentan den Rankings nach der Best Place to be Born und in diese Richtung müssen wir uns entwickeln. Der Staat in Österreich holt sich viel zu viel und wahrscheinlich auch etwas mehr, als ihm zusteht, sage ich einmal. Ich glaube, in der Schweiz, das Sozialsystem ist bekannt, ist sehr gut vergleichbar mit unserem. Wir stehen in gewisser Weise natürlich auch für Eigenverantwortung. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir sagen, wir wollen Österreich irgendwie zu einer Sozialwüste entwickeln oder was auch immer. Gibt es weitere Fragen? Claudio Schießler, Inside Politics, eher der Frage bezüglich, wie stellen Sie sich denn das vor, sozusagen den Staat zu entbürokratisieren, respektive etwas schlanker zu machen? Also ich sage einmal so, der Rechnungshof hat sehr viele Ideen am Tisch. Wir wollen jetzt nicht großartig etwas Neues erfinden, sondern der Rechnungshofbericht ist ja bekannt. Und wenn einige Punkte davon abgearbeitet wären, wenn man sich an diese Vorschläge orientiert, dann wird man auch Erfolg haben. Und im Bereich der Digitalisierung gibt es jetzt immer mehr und mehr Bereiche, die früher ein Hobby waren, die jetzt sozusagen in den gewerblichen Bereich fallen könnten. Wie stehen Sie dazu? Digitalisierung ist ein Thema, welches die junge Wirtschaft bzw. Wirtschaftskammer und auch die industriellen Vereinigung, wenn ich dafür sprechen darf, auf jeden Fall schon sehr viele Jahre spielen und das geht fließend auch in die Gewerbeordnung ein. Problem sind ja nicht nur die laufenden Ausgaben des Staates, sondern die hohe Staatsverschuldung. Da müsste man ja auch mal ansetzen, die zurückzuführen. Und da waren ja die Bemühungen in den letzten Jahren nicht besonders erfolgreich. Trotz dem, dass die Krise jetzt schon teilweise überwunden scheint. Also ich denke absolut, das ist auch, was wir die ganze Zeit fordern. Eben im Hinblick auf Best Place to be Born versuchen wir unseren Standort auch zu einem Standort zu machen, der für die zukünftigen Generationen gut und attraktiv ist. Und dazu gehört natürlich allem voran auch einen vernünftigen Verschuldungsgrad zu haben und die Schulden deutlich zurückzufahren. Wenn Sie das Beispiel Schweiz hernehmen, ich habe mal rein zufällig die Zahlen angesehen, haben wir, glaube ich, vielleicht das andere Problem, dass dort der Kuchen größer ist.
Ich habe eigentlich festgestellt, dass eigentlich die Kosten der Verwaltung pro Kopf nicht einmal so viel unterschiedlich sind. Das heißt, wenn Sie hier wirklich ran wollen, dann müssten Sie eigentlich auch einen Vorschlag haben, wie Sie den wirtschaftlichen Kuchen vergrößern wollen. Ne? Mhm. Weil diese 30 Milliarden, die ich einmal so etwa im Kopf habe, die Sie hier ja quasi neu allokieren wollen, ne? Die müssen ja in irgendeiner Form sich wo wiederfinden. Gibt es da von der Industrie oder der Wirtschaft Vorschläge? Was kann man machen, dass der volkswirtschaftliche Kuchen in Österreich größer wird? Also wir haben die Schweiz auch sehr intensiv analysiert, weil wir das Beispiel absichtlich gebracht haben. Und ich denke, dass gerade bei den Sozialversicherungsanstalten und so, dass es dort schon Potenziale gibt, die es in der Schweiz auch in den Kantonen in der Form nicht gibt. Also wir sind von den Verwaltungsapparaten einfach überbordend. Und das ist ja das auch, was der Rechnungshofbericht sagt. Also auch diese Vergleiche. Es ist schwierig zu vergleichen, gebe ich Ihnen recht, auf den ersten Blick. Aber am zweiten Blick sieht man dann eindeutige Unterschiede. Ich habe jetzt selbst als Unternehmer, bin der Geschäftsführer der Incol GmbH, ein Unternehmen in der Schweiz gegründet, eine GmbH. Und wie reibungslos das funktioniert, als Beispiel im Vergleich zu Österreich, das ist ein Traum. Also da sind Sie in einer Woche im Firmenbuch drin. Mhm. Nur als Beispiel. Wobei, ich glaube, das Beispiel ist von Ihrer Seite ist ein sehr, sehr gutes. Wir sagen immer, den Kuchen, den man verteilen will, muss man zuerst backen. Und wir als Wirtschaft wollen halt versuchen, einen größeren Kuchen zu backen, damit wir den wirklich an die Menschen verteilen können. Wenn wir nur die Wirtschaft bremsen und damit Schwierigkeiten machen, Stichwort Arbeitskosten pro Stunde, wird es halt umso schwieriger, einen größeren Kuchen zu backen, und dann wird es auch umso schwieriger, mehr zu verteilen. Ja, gibt es weitere Fragen? Sie müssen sich natürlich jetzt mit dieser Thematik, gerade zu diesem Zeitpunkt auch mit der Frage auseinandersetzen, wie weit es in einem Kontext der neuen Parole einer wahlwerbenden Partei steht. Das heißt, es steht ja im Raum, dass hier die vorhandenen Ressourcen oder die Wirtschaftsleistung neu allokiert wird, bis hin auch zur Frage, den Eigentumsbegriff vielleicht politisch sachlich neu zu besetzen. Das steht ja in einem Kontext. Wie sehen Sie das? Ja, das eine ist, den Kuchen zu verteilen, und das andere ist, den Kuchen zu backen, so wie Sie vorher gesagt haben. Wir positionieren uns jetzt nicht in der einen politischen oder in der anderen politischen Richtung. Wir haben Forderungen für unser Land. Wir sagen, wir wollen, dass Österreich zum Best Place to be Born wird. Politisch sagen wir dazu eigentlich gar nichts. Als junge Industrie zumindest. Als junge Wirtschaft kann ich sagen, mit unserer Forderung, wir holen uns, was uns zusteht, und das ist eigentlich halbe-halbe als Forderung, und dementsprechend, glaube ich, reicht es, wenn man bis zum 30. Juni für den Staat arbeitet, den Rest sollte man doch für sich arbeiten dürfen. Wenn man sich die Statistik anschaut, ist es aber auffällig, dass gerade zwischen 2000 und 2006, also zurzeit Schwarz-Blau-Orangen-Koalition, der Textfeld und Desi nach hinten verschoben hat. Hat man da analysiert, was da die Faktoren waren, warum das damals in diese Richtung funktioniert hat? Unter anderem ist es eine Erhöhung der Körperschaftssteuer, die sich da wieder abbildet. Danach meine ich, danach ja. Und darf das. Ich mir einmerken, dass es bis 2006 nach unten gegangen ist. Ja, so ich meine, zwischen 2000 und 2006 ja. Ist das nach hinten gegangen. Nach hinten ist schon, das stimmt so, dass es später wäre. Nein, aber ja. Sie haben ja gesagt, noch. Ja. Ja. Also es sind dann wieder Steuern dazugekommen. Und dementsprechend wieder nach oben. Ich kann schon deuten, die Kraft. Das ist nur ein gutes Wort. Ja, unter anderem, das sind viele Faktoren, aber es. Also die Körperschaftssteuer in erster Linie. Kalte Progression spielt da eine Rolle, die ja dann, das wissen wir, das war ja auch ein Thema in den letzten. Aber es ist doch ein deutlich ausgeprägterer Rückgang, als wie der durch die jetzige Steuerreform. So ist es, absolut. Das reicht eben noch nicht, weil wir sehen, es sind so viele Steuern noch da. Und es so viele Zusatzkosten, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, dass es einfach das bei weitem noch nicht reicht. Aber was auch ist, wenn wir von Zielen sprechen, dann reden wir immer von realistischen, und es ist machbar, dass man runterkommt wieder auf dieses Niveau. Ich habe es jetzt nicht im Detail analysiert, aber ich glaube, was auf der Hand liegt, sind zwei Möglichkeiten, warum es zurückgeht. Entweder das Volkseinkommen steigt mehr als die Ausgaben oder das, was weggezogen wird.
oder es gibt ausgabenseitig Reformen. Ich denke, beides ist in dieser Phase bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich passiert und so kann so eine Kurve entstehen. Da hat sicher auch das gesamtwirtschaftliche Umfeld allerdings ein bisschen mitgeholfen. Also das liegt ganz bestimmt nicht nur an einer Regierung alleine. Das heißt, eigentlich läuft es ein bisschen darauf hinaus, dass Sie die These vertreten, dass man einen, weil die Kosten, die der Staat hat, der Staat verteilt ja, und der Apparat des Verteilens. Nicht? Das heißt, Sie gehen davon aus, dass an diesen beiden Hebeln gedreht werden muss. Das heißt, das eine ist der Teil des Personalstandes, des Overheads eigentlich statt umverteilen produktiv werden soll. Ich bin jetzt ein bisschen pointiert. Ich frage, wo die 30 Milliarden herkommen. Mhm. Ja, im Prinzip geht es in die Richtung. Ja. Wobei man auch sagen muss, natürlich, wenn die Volkswirtschaft wird ja auch gestärkt, indem sie mehr Geld zum Ausgeben haben. Also das ist einerseits intern wie auch extern, sprich eine Exportsteigerung führt ja auch dazu, dass die Volkswirtschaft mehr Leistung hat. Dementsprechend ist das schon machbar, ohne dass man jetzt dann sagt, wir wollen jetzt radikal Arbeitsplätze kürzen im Beamtentum, beziehungsweise bei den Staatsmitarbeitern. Das ist jetzt nicht das Oberziel. Und wie gesagt, der Rechnungshof hat ja auch wirklich Ideen, die greifbar sind, wo man jetzt nicht radikalst Vorschläge machen muss, weil wir haben ja nicht gesagt, dass wir das Ziel haben, ähnlich wie Amerika darzustellen, nämlich am 23. April. Aber dort wissen wir auch, da gibt es kein soziales Netz und gar nichts und das ist ja auch nicht das Ziel. Deswegen auch die Forderung halbe-halbe, fair und ausgeglichen für beide Seiten, inklusive der Umverteilung. Heißt das auch, dass Sie in Kauf nehmen würden, dass zum Beispiel Vorbildorganisationen wie die Arbeiterkammer oder die Wirtschaftskammer bei dieser Restrukturierung auch Mitarbeiter einspannen sollten? Die Wirtschaftskammer ist in einer Vorbildfunktion, die hat jetzt ein Sparprogramm sich verordnet, wird in den nächsten Jahren einiges verändern in der Struktur und ich würde mir wünschen, dass andere Organisationen, andere Strukturen ähnlich agieren würden, weil da hört man ja von der anderen Seite gar nichts. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann sage ich im Namen von uns beiden, vielen Dank. Ich darf noch auf die lange Nacht der jungen Wirtschaft hinweisen, 25. August. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort wiedersehen würden. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. If you like this video, please comment, share and subscribe to my channel. Thank you very much.